Hallo, ich bin Johannes Bayer von Fit im Netz. Heute erklären wir Ihnen, wie man sich bei Facebook registriert. Ich habe jetzt schon einmal meinen Browser geöffnet. Danach gehe ich oben in die Leiste und gebe dort www.facebook.com ein. Mit einem Klick auf Enter komme ich jetzt auf die Seite von Facebook. Hier sehen Sie unter dem Punkt Registrieren mehrere weiße Felder. Diese gilt es nun nacheinander auszufüllen. Fangen wir also mit dem Vornamen an. In unserem Fall Johannes. Es folgt der Nachname, also Bayer. Als nächstes dann die E-Mail-Adresse. Zur Bestätigung muss die E-Mail-Adresse noch einmal eingegeben werden. Daraufhin müssen Sie ein Passwort eingeben. Bei der Wahl des Passwortes sollten Sie einerseits darauf achten, dass Sie es sich leicht merken können, es andererseits aber auch sicher ist. Durchaus zu empfehlen sind hier die Verwendung von Sonderzeichen oder Zahlen. Danach werden Sie aufgefordert, Ihr Geschlecht anzugeben, in meinem Fall also männlich. Als letztes dann noch das Geburtsdatum angeben. Darunter finden Sie einige wichtige Punkte, die Sie sich auf jeden Fall durchlesen müssten. Als erstes sind da die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu nennen. Mit einem Klick darauf gelangen Sie zu einem Dokument, welches zwar recht umfassend ist, aber es lohnt sich hier durchaus ein genauerer Blick. Hier finden Sie zum Beispiel einige Informationen zu den Privatsphäre-Einstellungen. Wenn Sie dies gelesen haben, dann können Sie das Fenster oben rechts wieder schließen. Zu ähnlichen Informationen gelangen Sie, wenn Sie auf Datenverwendungsrichtlinien klicken. Hier erklärt Ihnen Facebook, was mit Ihren Daten passiert bzw. wie sie weitergegeben werden. Das Fenster können Sie genauso wie eben mit einem Klick oben rechts schließen. Als letztes finden sich dann noch einige wichtige Bestimmungen zur Cookie-Verwendung. Hier erklärt Ihnen Facebook, warum Cookies zwingend notwendig sind, damit die Seite überhaupt funktioniert. Das Fenster können Sie genauso wie eben mit einem Klick oben rechts schließen. Weitere Informationen zum Thema Registrierung erhalten Sie unter Video Teil 2. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir Ihnen ein bisschen weiterhelfen konnten. Bis bald, das war Johannes Bayer von Fit im Netz.